Man taucht einen Aluminiumblock von 0,338 Kilogramm in einem mit Wasser gefüllten Behälter. Dabei laufen 0,125 Kilogramm Wasser über. Berechne die Aluminiumdichte. Wir wissen, dass die Masse von diesem Aluminiumblock 0,338 Kilogramm beträgt. Was wir suchen, ist die Dichte vom Aluminium. Und dazu brauchen wir noch das Volumen von diesem Aluminiumblock. Und dieses Volumen entspricht natürlich dem Volumen des verdrängten Wassers. Wir wissen, dass die Dichte von Wasser 1000 Kilogramm pro 1 Kubikmeter beträgt. Also 1000 Kilogramm pro 1000 Kubikdezimeter. Und demzufolge entspricht 1 Kilogramm Wasser genau einem Kubikdezimeter Wasser. Aber das gilt nur für Wasser. Hingegen ein Kubikdezimeter, das ist immer ein Liter, egal um welche Flüssigkeit es sich handelt. Hieraus können wir also schließen, dass 0,125 Kilogramm Wasser 0,125 Kubikdezimeter Wasser entspricht. Und das ist also das Volumen von dem Aluminiumblock. Da schreiben wir noch in Kubikmeter um. Jetzt haben wir alles zur Verfügung, um anhand dieser Formel die Dichte vom Aluminium zu berechnen. Die Dichte vom Aluminium ist also diese Masse geteilt durch dieses Volumen. Und das macht 2704. Da es in der Physik immer wieder kleine Fehlerchen gibt durch Messungen, können wir jetzt schlussfolgern, dass die Dichte vom Aluminium ungefähr 2704 Kilogramm pro Kubikmeter beträgt.